Hi. Also, ihr seht schon am Titel, habt ihr es auch schon gesehen. Es gibt jetzt einen Pelé Cup. Was kann man dem Pelé Cup gewinnen? Ihr seht es unten richtig. Luftsprung im Mut ist da. Aber ich habe das eben nur kurz schon in dem anderen Video erwähnt. Ich habe aber jetzt nochmal selber nachgeguckt. Und bei Epic Games, die haben das vor einer Stunde auch rausgehauen. Es geht halt wirklich um Fußball, klar. Viele haben sich ja die Fußballskins wieder zurückgewünscht. Hier mal nur ganz kurz. Hallo Fortnite-Fans des Fußballs. Wir starten stilvoll in die erste Halbzeit des Jahres 2021, indem wir die Welt des Fußballs nach Fortnite holen. Fußballfans können sich ab dem 23. das neue Angriffsset und das Emote Pelés Luftsprung sichern. Oder sogar noch früher, indem sie den Pick am Pick an dem Pelé Cup teilnehmen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, das Ganze wird auf jeden Fall am 23. in den Shop kommen. Der 23. ist wann? Am Samstag. Also am Samstag werden wohl wieder Fußballskins da sein, nehme ich mal an. Und hat man nicht gesehen. Aber da kommt noch einiges mehr. Ich habe ja eben schon mal geguckt. Warte, wir können nochmal gerade zurückgehen. Bam, 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 learn more. Hier ist ja der Pelé Cup, Manchester City, AS Rom, AC Mailand, Inter Mailand. So, das haben wir ja eben schon mal gesehen, für die, die eben schon im alten, in dem anderen Video da sind. Aber dann habe ich jetzt gerade nochmal selber bei Epic Games geguckt. Und ab dem 23. werdet ihr aus 10 verschiedenen männlichen oder weiblichen Outfit-Varianten wählen und so euren Lieblingsverein im Spiel vertreten können. Also im Prinzip, das ist genauso wie damals. Du kannst dir in Deutschland Skin holen, in Brasilien Skin, aber das Ganze ist halt jetzt auch mit Vereinen. Und das hier sind die ganzen Vereine, also Manchester City, Juventus, AC Mailand, Inter Mailand, AS Rom, Seattle Sounders, da geht es 100 Pro nur um so ein Play, Atlanta United, Los Angeles, Santos, Wolves, West Ham United, alles nur Englisch. Sevilla, Sporting, Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Rangers, Celtic, wo ist denn Osaka? Ah ja, kann nur China sein, oder? Melbourne, Sydney, Eastern Sydney Wanderers und Bahia. Was mich schon wundert, warum kein Bayern? Warum ist der Champions League-Sieger nicht dabei? Warum kein Barcelona? Was haben wir denn noch? Dortmund auch nicht. Aber dafür dann Wolfsburg. Werkself. Ja, mehr brauche ich auch nicht sagen. Da fehlt schon einiges. Real Madrid fehlt. Boah. Ich meine, die Großen sind klar. Manchester City, Juventus, AC Mailand, Inter Mailand ist auch noch okay. Rom ist auch noch okay. Ja, Gladbach hat halt eine Tradition. Klar, aber der Rest. Also, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde fast behaupten, wenn ich hier das so sehe, entweder, ja, wahrscheinlich Juventus. Juventus wird ein geiler Skin sein. Aber gucken wir mal gerade mal weiter. Wir haben uns mit der brasilianischen Fußballlegende Pelé zusammengetan, um diese kultige Jubelanimation ins Spiel zu bringen. Feiert euren epischen Sieg, wie es Pelé 1282 Mal während seiner glanzvollen Karriere getan hat. Das Emote Pelés Luftsprung wird ab dem 23. Januar im Item Shop verfügbar sein. Okay. Oder aber du nimmst halt, wie ich schon eben gesagt habe, an dem Cup teil. Was für ein T-Shirt? Warte, wir lesen mal gerade alles. Am 20. Januar geht Fortnite Fußballvergnügen mit dem Pelé Cup bereits wettkampforientiert los. Alle Spieler, die an dem Cup teilnehmen, erhalten die Chance, das Emote zu kriegen und das Anpfiffset. Die Teilnehmer mit den meisten Punkten können sogar ein besonderes Signi Lol, ey, Sprachfehler. Signiertes T-Shirt gewinnen. Okay. Mehr als nur eine Rampenteam spielt euer eigenes Fußballturnier im Fortnite-Kreativmodus. Also eine Kreativ-Map wird auch kommen. 4 gegen 4. Wenn ihr schon mal im Spiel seid, solltet ihr auch unsere neue Kreativinsel mit Fußballthema im Kreativzentrum anschauen. In diesem 4 gegen 4 Spielmodus mit Turnierbaum nutzen die Spieler ihre Körper, Spitzhacken, Power-Ups, Geschwindigkeitsschübe und andere Methoden, um ihre Gegner auszustechen und den Sieg zu erringen. Jedes Match besteht aus 2 Runden. In der zweiten Runde spielen die Gewinner der ersten Runde um den Sieg und die Verlierer um den. Okay, so, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Warte mal, ist das jetzt schon im Spiel? Ich glaube, mal schnell gucken. Das ist da. Warte mal, wir gehen mal gerade rein. Kreativ, Abfahrt. Das hört sich echt nicht schlecht an. Das hört sich auch gut an für einen Stream zum Beispiel. Aber ich schätze mal, das kommt erst alles ab dem Wochenende. So, wenn ihr die Infos schon alle habt, eventuell habt ihr Bock, noch einen Skin zu gewinnen, einfach bei mir bei Twitch vorbeischauen. Einfach unten in der Videobeschreibung gerne ein Follow da lassen.
ganz easy eine Solo versus Duo-Runde gewinnen. Schon kriegst du einen 800 V-Bucks-Skin. Also in dem Sinne, ich hoffe, ich kann dich gleich bei mir auch im Stream begrüßen. So, au, oh, hier hat sich doch, hier hat sich doch schon alles. Das sah doch gestern noch anders aus, wenn ich. Was ist das? Ne, das ist es nicht. Das ist auch nicht. Das sah gestern noch anders aus, oder? Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Also Fußball scheint wohl noch nicht drin zu sein. Okay, kreativ hat sich also auch geändert. Kann man hier was machen? Wow. Läuft. Wenn das wirklich so ist, nice. Ah ja. Wäre ja, natürlich schön, wenn man noch ein bisschen mehr machen könnte. Und zack. Ist ja fast wie bei Rocket League. Gut, aber da muss doch eigentlich die Map auch da sein. Warte mal, ich guck mal. Millionärs Tycoon. Sonst gibt es ja keine. Also wenn irgendeiner was... Ach doch, hier ist es doch. Würde jetzt schon gehen? Hallo? Matchmaking? Einmal nochmal probieren. Ist es schon aktiviert oder nicht? Hallo? Spielersuche, Spielersuche. Aber wenn ich eben so auch bei Google richtig gesehen habe, ist das Ganze vor einer Stunde erst rausgekommen. Deshalb direkt noch ein zweites Video hinterher. Ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt Informationen so rausfinde, gebe ich die euch natürlich auch bekannt. Na, scheint wohl noch nicht drin zu sein. Quasi nur als Vorschau, nehme ich mal an. Weil die sind ja auch noch nicht drin, oder? Tombel? Ist Tombel drin? Also wenn irgendeiner mal reingekommen ist, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wie gesagt, wer auch noch kein Abonnent ist, gern ein Abo dalassen. Wer noch kein Like dagelassen hat, gern ein Like dalassen. Ihr kennt das ganze Prozedere ja. Und schreibt mal in die Kommentare, werdet ihr euch einen Fußballskin holen? Und wenn ja, welchen? Weil ganz ehrlich, bei mir sah ich jetzt einfach Juventus, Manchester. Wen hatten wir noch? Warte mal. Das hier scheint auf jeden Fall noch nicht zu klappen. Wer war noch in der Liste? Manchester City, AC Mailand, Inter Mailand. Also wenn ich mir hier das angucke, dann denke ich eher Juventus. Aber ich sage auch immer, denkt dran, man sieht den Skin nur von hinten. In der Lobby sieht der, würde ich sagen, besser aus, aber so von hinten würde ich fast behaupten, sieht sie besser aus. So, war hier sonst noch irgendeine Info? Nö, eigentlich nicht. So, wie gesagt, wir können mal gerade gucken, ob der Kreativmodus... Ne, Bereitschaftscheck abgeschlossen. Jo, es wird wohl noch nicht gehen. Aber wie gesagt, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Livestream und haut rein. Tschüss.